Jetzt hat man ja, wenn man Holz verwendet, vor allem im Außenbereich, hat man das Problem, dass dieses Holz verwittert. Das heißt, durch den Einfluss von Regen, von Wind und Wetter öffnen und schließen sich die Oberflächen, die Holzzellen oder Poren, könnte man sagen. Und da werden Inhaltsstoffe herausgewaschen, und sodass ein Korrosionsprozess einsetzt. Und das kann man ja akzeptieren. Man sagt immer, ja, diese schönen silbernen Oberflächen einer mit Nadelholz verkleideten Bauernscheune oder irgendein Bauwerk oben in den Alpen, das kann man gut aushalten. Aber im Wohnbereich hat man eigentlich traditionell versucht, die Oberfläche zu veredeln. Das heißt, sowohl die Fachwerkhölzer, die man im Sichtbereich hatte, wie auch Verschalungen, wie auch Fensterhölzer oder Fensterumrahmungen, hat man traditionell immer versucht zu veredeln. Am Anfang war Holz dann, ich sag mal so etwa ab der Renaissance, ein bisschen später, ein minderer Baustoff, nicht nur wegen seiner Brandschutzeigenschaften oder seiner Brennbarkeit, sondern eben auch, man hat ihm ja angesehen, dass es kein Stein war. Und dann hat man folglich versucht, das als Stein zu imitieren. Und so hat man dann zwar billig mit Holz und Fachwerk gebaut, aber hat dann die ganze Sache verputzt, und im Bereich der Fenster hat man Natursteingewände imitiert durch Bekleidungen, die man um das Fenster herum gezimmert hat. Und das hat man dann gestrichen, eigentlich im Steinton. Und hat simuliert, hier ist ein reicher Mann, der hat sich bis ins Obergeschoss, hat er sich einen richtigen Steinbau gönnen können. Ja, und da hat man natürlich auch die Erfahrungen gemacht, was hält und was nicht hält. Und hier hat man wiederum auf die Naturmaterialien zurückgegriffen. Man hat zum Teil auch durchaus versucht, mit Bindemitteln aus Eiern oder auch so Naturprodukten, Harzen, haltbare Oberflächenbeschichtungen herzukriegen. Aber so aus meiner Sicht haben sich die reinen ölhaltigen Beschichtungen am besten bewährt. Und die verwenden wir auch heute. Diese Öle haben im Prinzip ein etwa 50-fach kleineres eine molekulare Struktur, können wesentlich besser als andere Stoffe in die Holzfaser einkriechen und verankern dann einen Anstrich auf dem Holz, der sehr dünn bleiben kann, tief hinein in die Holzsubstanz. Das ist aber ein zäher Prozess und dauert lang, bis er trocknet, und ist dem heutigen Ansprüchen an schnellem Bauen nicht gewachsen. Und deswegen hat man dann auch schon seit vielen Jahren probiert, verschiedene Rezepturen aus entweder Naturharzen oder Kunstharzen mit beizugeben, um ein schnelleres Trocknen und eine höhere Zähigkeit und Schlagfestigkeit herzukriegen. Da gibt es tolle Erfolge, aber eben in diesem hochempfindlichen Bauteil Fenster ist es sehr schwierig. Und da ist nach unserer Erfahrung immer noch ein Anstrich, ein gut gemachter Anstrich aus entsprechenden Beschichtungsphasen, aus verschiedenen abgemischten Leinölen, ist die beste Lösung, weil sie ist technisch gesehen überlegen. Und die Lacktradition, die haben wir aus dem Inneren, aus dem Möbelbau. Wir denken an japanische Lackmöbel. Das ist eine ganz lang traditionelle Bauweise oder eben Dekorationsweise. Da gibt es viel Erfahrung damit. Und im Inneren, wo die Temperaturdehnungen und die Feuchtebelastungen nicht so extrem sind wie an der Fassade, da funktioniert das mit den Lacken ganz anders. Das heißt, da ist so aus meiner Sicht keine Erfordernis, auch Fenster von innen unbedingt in Leinöl zu machen oder Türen so zu beschichten. Das ist dann eine Frage der Optik. Aber für außen, denke ich, muss man diese konstruktiven Gegebenheiten berücksichtigen, und da ist aus meiner Meinung her ist die Ölbeschichtung immer noch vorteilhaft. Dann gibt es natürlich nur Lasuren. Auch da könnte man jetzt lang philosophieren, wie ein Leinöl, das ja ein Lebensmittel ist, wie sich dann ohne Pigment auf der Oberfläche, die bewittert ist, verhält. In der Regel wird es ziemlich schnell schwarz darunter, das Zeug wird aufgefressen, das bietet dann schlecht gemacht, stark bewittert, auch den Lebewesen genügend Angriffsfläche. Also auch hier, es geht immer um die einzelnen Anforderungen, die am Objekt vorhanden sind. Ich bevorzuge einen hell pigmentierten Anstrich aus Leinöl,
Der reflektiert die Sonnenwärme am besten, der führt einfach zur Dauerhaftigkeit, zur besten Dauerhaftigkeit. Die Insekten wollen ihre Eier eigentlich nur in ein Holz hineinlegen, wo die spätere Made lebt wie die Made im Speck mit Essen und Trinken. Das heißt, in einem ausgetrockneten, vor Feuchte gut geschützten Holz, da entwickelt sich keine Made und da ist auch schon das Insekt so klug und legt seine Eier da auch nicht rein. Wenn wir aber zum Beispiel ein Weichholzmöbel in den Keller deponieren oder auf den Dachboden, wo durch natürliche Kondensation erhöhte Holzfeuchte eintritt und die auch durchaus gerne über 20% dann wird, dann haben wir da den Befall vorprogrammiert. Und jetzt hat dann die Industrie diese herrlichen Holzschutzmittel erfunden, die also mit grauenhaftesten Bioziden, sprich Giften, da den Schutz erreichen will und doch scheitert, weil ein Teil der Schutzmittel ist im Prinzip wasserlöslich, ein Salz, ja, wie Borate von der Borsäure, sehr giftige Stoffe. Und die werden dann im Extremfall auch ausgewaschen und wirken überhaupt nicht mehr. Wir kennen so Fälle in den Freilichtmuseen, wo man mit diesen Boraten also fürchterlich gescheitert ist. Weil wenn die Feuchte da ist, dann ist eben Salz auch wasserlöslich oder baut sich dann eben ab und verflüchtigt sich sonst wohin. Genauso bei den ölhaltigen, das ist die andere Charakteristik, die ölhaltigen Gifte. Ja, das sind eben Kohlenwasserstoffe, die altern, die verspröden, die wandeln sich um, sind also auch nicht dauerbeständig, sodass auch da der Schutzcharakter nachlässt. Deswegen bevorzugen wir Konzepte, die physikalisch funktionieren, die also eine Art von Mineralisierung der Oberfläche bringen. Und diese Mineralisierung, die verwandelt dann die Holzoberfläche quasi in einen Stein aus der Perspektive des Insekts. Und dann sagt er, das erkenne ich nicht als Fressen und da gehe ich dann auch nicht hin. Das hat mit Gift da nichts zu tun. Funktioniert auch.